Und eins würde ich auch noch vielleicht anmerken, dass das Problem hatten wir in der Firma immer wieder mal. Da gibt es diese vielen Besprechungen, die du gerade so schön dargestellt hast. Dann wird etwas besprochen, dann wird etwas entschieden. Und dann eine Woche später hat keiner mehr eine Ahnung, was da entschieden worden ist. Und das ist wirklich ein Thema, über was man sich dann gut Gedanken machen muss. Wie, also jetzt geht gar nicht so um Dokumentation, nein, es ist schon eine Dokumentation natürlich, ja. Aber wo und wie haltest du das fest, was dort entschieden ist, ja? Bei uns in der Firma läuft sehr viel über ein Ticketing-System. Und ich glaube, das ist auch für diesen Anwendungsfall halt wunderbar, ja, weil dort ist einfach sozusagen die Themen werden in einem Ticket festgehalten. Das wird jetzt für viele andere Bereiche der Knowledge Work, der Wissensarbeit natürlich nicht gelten. Dann ist schwierig, aber auch wieder da, sich die Gedanken zu machen, wo haltest du solche Entscheidungen fest und wie kann das ausschauen? Einfach damit du nicht irgendwie komplett durchdrehst, dass du dich alle 2 Wochen fragst, naja, was haben wir denn jetzt eigentlich? Letzte Woche sind wir 2 Stunden beieinander gesessen, haben stundenlang über das geredet, haben eine tolle Lösung gehabt, nur leider weiß keiner mehr die Lösung, weil alle auseinandergegangen sind. Und dann kommt alles das zusammen. Vielleicht können wir da gleich so ein bisschen die Zusammenfassungsbogen spannen. Dann kommt genau alles das zusammen. Du hast ewig viel Zeit verbraucht in Meetings, hattest nachher keine Zeit, irgendwie weitere Schritte für dieses Meeting dir zu überlegen, die Maßnahmen zu setzen und überhaupt. Und dann trifft man sich 2 Wochen später wieder und alle schauen sich an. Irgendwer fragt, was jetzt eigentlich passiert ist. Dann sagt einer, ja, tut mir leid, passiert ist jetzt eigentlich nichts. Dann sagt der andere, und was haben wir uns eigentlich ausgemacht? Und dann sagt er, bin ich mir jetzt auch nicht mehr ganz sicher. Und dann, ja, na, ich weiß auch nicht mehr. Und dann fängt diese ganze Diskussion wieder von vorne an. Und dann weißt du, dass du wirklich erfolgreich unterwegs bist, ne?